So Leute, und herzlich willkommen zum ersten Video in einer doch jetzt dreireihigen Sache. Ich hatte euch ja mal die, naja, ich sag mal, Karten-Minigames aus Zendikar Rising vorgestellt. Ich muss ja sagen, das Video ist hier überhaupt nicht gut angekommen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es die Minigames sind oder dass Leute das schon kannten oder Leute gedacht haben, hey, das ist eh Kacke. Oder ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich hoffe, bei denen hier ist es ein bisschen besser, weil ich habe mir echt Mühe gegeben, die Dinger ranzuholen. Was ich euch vorstelle, ist, in diesem ersten Video, ihr seht es ja auch schon in der Beschreibung und ihr seht es schon auf dem Feld hier, als allererstes die Hydra. Und zwar gehen wir den Hero's Path, also den Weg des Helden, den man damals einfach im Pre-Release-Release Zeug machen konnte. Dieser Weg war dann 2014. 2014 ist so lange her, von Wizards vorgegeben. Und zwar war es ganz cool, dass man wirklich den kompletten Theros-Block praktisch Quests erfüllen konnte und damit eben coole Sachen gewinnen konnte. Ob das jetzt Pre-Release-Events waren, ob das FNM-Release-Events waren oder eben Game Days. Und es gibt 9 Quests. Die sind jeweils in 3 Blöcke eingeteilt in 3 verschiedene Game Modes und deswegen gibt es halt 3 Videokarten. Der erste Teil der Questreihe war, man wählt einen Weg. Dazu hat man beim Pre-Release eben sich ein Deck ausgesucht und hat dabei eine Farbe sich ausgesucht. Jede Farbe hat eine bestimmte Sache. Und zwar hatte man einfach den Weg, den ich persönlich am besten finde, ja, den Weg der Ehre. Wir haben hier der Beschützer, dieser Held kann man tappen, man verhindert einen Schadenspunkt, der von einer Kreatur oder einem Spiel, der einer Kreatur oder einem Spieler deiner Wahl zugefügt wird, den diesen Zug. Hammer. Gute Karte. So, oder wir haben den der Weisheit. Das war das, ich verstehe es noch nicht ganz genau, warum es der Philosoph ist. Man kann für 2 Mana eine Kreatur tappen. Auch nicht so verkehrt. Wir werden nachher sehen, wofür sie brauchen. Dann haben wir die Ambition, beziehungsweise die, naja, den Weg der. Ich weiß gar nicht, was Ambition in Deutsch heißt. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Und zwar haben wir einfach die Rächerin. Man könnte da auch schon eine Elsbeth drauf vermuten. Aber ist es, glaube ich, nicht. Ist es, glaube ich, nicht. Diese Heldenkarte macht halt für 3 Mana tappen. Eine Kreatur eurer Wahl behält Death Touch bis zum Ende des Zuges. Auch sehr mächtig, aber 3 Mana sehr teuer. Dann haben wir natürlich den des Krieges. Dann haben wir den Krieger. Oha. Der ist natürlich rot. Also, ich habe es, glaube ich, zu vergessen zu erwähnen. Das war schwarz. Und die sagt halt: Tappen, eine Kreatur eurer Wahl kriegt Eile bis zum Ende des Zuges. Einer meiner Lieblingshelden. Und natürlich den der Macht. Den habe ich tatsächlich noch nie gespielt. Die Jägerin gibt eine Kreatur +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Diese Karten hat man in seinem Pre-Release gehabt. Wir wussten damals nicht, was wir damit tun sollten, also haben wir sie im Pre-Release jeder noch gezockt. Sollte man aber nicht. Man hat sie einfach obendrauf bekommen, um diese Questreihe zu starten. Das war sehr cool. Danach war es so, dass man die Woche drauf beim FNM in den Local Game Stores ein Puzzle hatte. Und zwar ein Poster an der Wand hatte. Ein riesengroßes Poster von Theros. Ich blende das hier mal ganz kurz ein. Da konnte man eben eine Zahl drauf sehen. Das ist die 5-7. Die 57, so um es richtig ausgesprochen. Und das sind die Stärke und Widerstandskraft von Erebos, dem Gott des Todes, von damals. Das waren also wirklich harte Trickery-Sachen. Wenn man die erkannt hat, hat man einfach nochmal obendrauf den zweite Quest erledigt und man hat die Sammlerin bekommen. Tappen, man darf eine Karte ziehen und wirft dann eine Karte aus seiner Hand ab. Damit hatte man den 6. Helden. Mit diesen 6 Helden ist man dann am Game Day mit einem Deck. Also, ob man jetzt, ich sag mal, gedraftet hat das Deck, ob man nochmal ein Pre-Release-Kit aufgemacht hat oder wirklich ein richtiges Deck genommen hat. Man hat auf jeden Fall noch ein Challenge-Deck, also man konnte eben ein Deck erstellen und man konnte dann die Hydra bekämpfen. Dazu konnte man, jeder, der Heldenkarten hatte, durfte Heldenkarten benutzen, man musste aber nicht. So, gucken wir uns das Ganze mal an. Also Heldenkarten haben wir jetzt fast alle durch. Es gibt noch eine Heldenkarte, die kann ich jetzt schon mal zeigen, damit einfach alle Heldenkarten am Anfang des Videos drin sind. Das ist der Bezwinger. Es ist ein Held. Du startest das mit 7 zusätzlichen Lebenspunkten. Interessanterweise, hier unten in den Dingen seht ihr auch eine 1. Die Sammlerin hat hier unten eine 2, weil es die zweite Quest ist. Und der Bezwinger, den hat man gekriegt, wenn man dieses Deck im Local Game Store geschlagen hat, was ich jetzt gleich vorstelle. Dann hat man den Bezwinger gekriegt und der macht 7 zusätzliche Lebenspunkte. Ganz cooles Teil. Dann kommen wir zur Quest Nummer 3. Steht auch hier oben nochmal drauf. Quest Nummer 3 im Angesicht der Hydra. Dabei ist es so, dass man von diesen Helden eben 2 Stück
bis zu 2 Stück nutzen kann. Und man hat verschiedene Modis, sage ich mal. Als allererstes ist es wichtig zu wissen, man spielt hier gegen das Spiel. Das bedeutet, man braucht keinen Partner dafür. Das ist einer der Gründe, warum ich das Video aktuell hier mache, weil das braucht man für die ganzen Sachen nicht und für den Spielmodus. Und wenn man daheim sitzt und einfach mal ein bisschen Magic spielen möchte, jetzt aber gerade keine da hat zur Webcam oder sonst was, dann ist das vielleicht eine Option, die ihr euch mal überlegen könntet. So, man startet mit einer beliebigen Anzahl an Hydra-Köpfen. Wunderschön dargestellt mit 2 ist einfach. Naja, geht so, es ist schon nicht so einfach. 3 ist normal, das ist schon ziemlich schwer. Und 4, nee, macht es nicht. Die Hydra kann beliebig viele Köpfe haben. Also nur weil hier nur der 5. Slot ist, heißt es nicht, dass es hier aufhört, sondern sie kann mehrere Köpfe dann haben. So, das sind Standard-Hydra-Köpfe. Dabei ist es so, dass diese Hydra-Köpfe 0-3 sind. Und immer wenn ein Hydra-Kopf kaputt gemacht wird, ihr greift diese Hydra-Kopf mit euren Kreaturen an oder spielt eure Zauber da drauf, um das Ding zu zerstören, geht ihr in den Friedhof. Und die Hydra hat ein Deck. Die Hydra hat als Deck diese anderen Karten. Ich lege es mal hier hin. Und wenn der Hydra-Kopf zerstört wird, dann deckt ihr die obersten 2 Karten eures Decks auf, bringt alle Hydra-Köpfe ins Spiel und werft alle anderen Karten ab. Das ist jetzt ein Elite-Kopf. Die normalen haben die Fähigkeit, wenn die das Spiel verlassen, kriegt jeder Spieler 2 Lebenspunkte. Auch hier, wie gesagt, man kann mit mehreren Leuten dagegen spielen. Das heißt, man kann auch mehrere Helden haben. Jeder Spieler darf bis zu 2 Helden mitbringen. Und dann hat man den Gierschlund-Kopf. Das ist ein Elite-Kopf. Der hat 0,6. Wenn der das Spiel verlässt, kriegen jeder Spieler 2 Lebenspunkte und zieht eine Karte. Das ist ziemlich mächtig. Es ist so, dass man ganz normales Magic dagegen spielt. Das bedeutet, die Spieler fangen an, dann ist die Hydra dran und die Hydra zieht nur eine Karte, beziehungsweise deckt die auf. In diesem Fall ist es Vereinigte Attacke. Vereinigte Attacke führt jedem Spieler x Schadenspunkte zu, wobei x die Anzahl an Köpfen ist, die im Spiel sind. Das sind 4 Damage. Diese Köpfe greifen nicht an, denn sie sind 0,6, 0,3 und sonst was. Die Hydra hat keine Lebenspunkte. Die Hydra verliert, wenn sie keine Köpfe mehr hat. Sie verliert nicht, wenn sie Deckout ist. Sie verliert nicht, weil ihr sie alle Handkarten abwerfen lässt. Nein, sie verliert nur und ausschließlich nur, wenn sie keine Köpfe mehr hat. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel bei einem Kopf, den ihr abschlagt, 2 Hexereien aufdeckt, kommt kein Kopf nach. Das ist gut. Jedes Mal, wenn zum Beispiel ein Path to Exile gespielt wird, ein Swords to Plowshares, und diese Kreatur bzw. der Kopf exiled wird, wird er stattdessen in den Friedhof gelegt und ihr triggert die ganz normalen Effekte. Auch mit sowas wie Terminus, wo alle Kreaturen unter das Deck gelegt werden, triggert das die Hydra-Köpfe. Das ist wichtig. So, ihr könnt die Hydra keine Handkarten abwerfen lassen, ihr könnt die Hydra keine Karten ziehen lassen. Das geht nicht. Was ihr aber machen könnt, ist die Kreaturen tappen, die Hydra hat. Der Zug der Hydra beginnt gleich mit dem Zug der Spieler. Man enttappt erstmal alle Köpfe. Im Normalfall ist es halt so, dass man halt jede Kreatur ja auch enttappt. Danach deckt man, wie gesagt, die oberste Karte des Decks auf. Wenn es ein Hydra-Kopf ist, kommt es ins Spiel. Ansonsten spielt man die Hexerei, die eben dort angesagt wird. Und dann ist es so, dass die Hydra für jeden ungetappten Kopf am Ende ihres Zuges einen Schadenspunkt an jedem Spieler macht. Allerdings bei Elite-Köpfen 2 Schadenspunkte. Das bedeutet, hier würden wir aktuell 4 Damage am Ende des Zuges bekommen. Dann kommen natürlich so Heldenkarten ins Spiel, die sagen, okay, dann tappe ich den, dann kriege ich 2 Damage weniger. Das ist ganz cool, das könnt ihr halt noch machen auf die Hexerei. Ihr könnt darauf responden, ihr könnt da Counterspells drauf spielen. Das ist ganz okay. Wenn ihr es aber zum Beispiel schafft mit einem Spell, der sagt, ein Spieler deiner Wahl verliert 10 Lebenspunkte, könnt ihr das nicht die Hydra verlieren lassen, sondern einen Kopf. Das wurde ein bisschen gesetzt. Das ist ganz cool. Es werden alle Effekte ignoriert, die unmöglich sind. Das bedeutet, wenn man wirklich hingeht und sagt, okay, die Hydra muss alle Planeswalker opfern, ja, wird ignoriert. Das geht nicht. Die hat keine Handkarten, sie kann nicht abwerfen. Das geht auch nicht. Ja, und ansonsten, man spielt dann halt mit seinem Deck gegen diese Hydra. Ihr müsst mal gucken, da gibt es auch wunderschöne Videos zu, wie die Leute dagegen spielen. Es macht mega Spaß. Ich werde euch nicht damit langweilen. Ich will euch nur das Erklärvideo bieten. Ihr kennt mich als Erklärbär und ich denke, das ist auch ganz cool. Andererseits, wenn ihr das Deck mal sehen wollt, wie man dagegen spielt. Ich habe nicht viele Decks da, die ich damit spielen könnte oder dagegen spielen könnte. Aber ich habe bestimmt ein paar da. Naja, wenn das Ganze rum ist, könnte man auch mit 2 Leuten mal dagegen spielen. Ist ein bisschen cooler. Und dadurch, dass ich ja auch alle Helden da habe von der Hydra, wäre das auch möglich, da was zu machen. Ja, das hat man dann in seinem Local Game Store spielen können. Und wie gesagt, wenn man gewonnen hat, hat man die Bezwingerkarte bekommen und ist damit den 3. Schritt gegangen auf dem Weg eines Helden als Quest. Das ist Face the Hydras. Wie gesagt, ist ein sehr interessanter Spielmodus, ein sehr kurzer Spielmodus. Wir können uns jetzt mal so 1-2 Karten angucken. Wie gesagt, vereinigte Attacke macht halt x Schadenspunkte. Im Ganzen verschluckt, jeder Spieler schickt eine Kreatur, die er kontrolliert, ins Exil. Und wenn bis zum nächsten Zuges der Hydra
ein Kopf das Spiel verlässt, bringt man die Exil-gestickte Karten oder Kontrolle ins Spiel zurück, ansonsten bleiben die weg. Und dann zerstöre einen Kopf eurer Wahl. Falls ein Elite-Kopf ist, kriegt ihr noch einen Extra-Zug. Es ist wirklich, also es ist cool. Also es macht Spaß. Und wie gesagt, ich gehe jetzt nicht jede Karte durch. Ihr könnt euch die ja selber durchgucken. Gerade diese Schnappzahnköpfe, Elite-Kopf, die haben da noch bestimmte Fähigkeiten, die nochmal mehr Damage schießen und so weiter und so fort. Richtig, richtig, richtig cool. Sehr abwechslungsreich. Es ist nicht immer das Gleiche. Wenn euch das gefallen hat, wie gesagt, ich werde die anderen beiden Game Modes auch noch vorstellen. Und ich hoffe, ihr hattet da Spaß dran. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von diesen Game Modes haltet. Habt ihr den schon gespielt? Würdet ihr den gerne mal spielen und wollt ihr sehen, wie ich dagegen spiele? Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksit. Ciao, ciao.